Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mad Games Tycoon 2. Wir machen weiter bei Tiger Games. Haben jetzt die Entwicklung von Medieval King 2024 gestartet. Der Fortsetzer vom alten Medieval King 2000, das schon über neun Jahre auf dem Markt ist. Und vom Markt verschwindet und das Interesse verliert bei den Spielern, und wir werden es jetzt auch nicht mehr weiter pflegen. Das macht keinen Sinn. Wir kümmern uns jetzt um ein neues Spiel, das auch diesmal kein Free-to-Play-Spiel wird, sondern ein normaler Titel. Denn mit normalen Titeln können wir auch sehr gutes Geld verdienen durch unseren 5-Sterne-Tochter-Publisher. Bike Switch 7 seit über einem Jahr konstant in den Top 10. Das kann sich sehen lassen. Auf jeden Fall. So, die sind fertig, dann forschen die mal hier an dem Engine-Feature. So, und hier gucken wir mal, was die hypothetischen Kosten wären. Ja, das ist irre. Ich dachte, den hätten wir jetzt erforscht, den Datenträger. Hä, was habe ich sonst erforscht? Komisch. Muss ich gleich nochmal gucken, was da los ist. So, die können schon mal ein bisschen Marketing machen für... Könnt ihr noch Spezial machen? Ja, für das Add-on. Dann macht ihr das noch. Zack. Und dann macht ihr noch normales Marketing für Medieval King. Und zwar einmal bei Top-Streamern. So, die entwickeln alle, auch da oben. Das möchte ich nicht nochmal vergessen. Die können so langsam hier aufholen und die Fananfragen stemmen. Aber ich stelle nochmal jemanden ein. Weil, ja, es ist sehr zäh alles. Es dauert ewig. Gefällt mir nicht wirklich. So, dann sind wir hier schon mal bei einem 75er-Hype. Durch die Messe sollten wir uns in Richtung 90 bewegen können. Und dann können wir nochmal Spezialmarketing probieren. Vielleicht klappt's ja. Ich weiß es nicht. Gibt eine neue CPU zum Erforschen. Das ist, okay. Jetzt muss ich hier nach Datenträgern gucken. Also irgendwas habe ich da falsch gemacht. Datenträger ist doch sowas wie Festplatte. Nee, das ist Speicher. Das hier ist Datenträger. Genau, und da habe ich doch, ach, guck mal, 16 GB Modul gibt's da. Aha, sagt mir das doch. Dann erforsche ich das. So, wir sind kurz vor der Milliarde. Ist gar nicht so weit entfernt. Also wir machen halt echt wöchentlich super Geld durch Moto Pinball, die Free-to-Play-Spiele, Bike Switch natürlich auch, durch unser Tochterunternehmen. Also es ist schon in Ordnung. Wir machen hier echt gutes Geld und daher ist die Milliarde eigentlich gar nicht so weit weg. Free-to-Play-Update für, ja, Beyond the Future kriegt nochmal ein kleines. Wir könnten uns theoretisch das auch kaufen. Ich meine, so schnell wie wir gerade Geld verdienen, letzter Monat 31 Millionen. Wisst ihr, das ist eigentlich kein Problem. Gut, jetzt nur 17 Millionen, okay. Ja. Wir könnten es uns theoretisch schon leisten. Das verzögert sich ja eh noch alles mit der Konsole, vermute ich. Wir gehen erstmal auf die Messe. Mit Medieval King, Bike Switch und Bike Switch Add-on. Das pushen wir jetzt voll, weil das mega gutes Geld bringt. Zack, sind wir hier bei der 92. Sehr gut. Ich mache noch kein Spezialmarketing. Wir kaufen jetzt das. Zack. Wir haben's. Wir haben das Geld, meine Damen und Herren. Warum sollen wir da so rumknausern wegen der blöden Konsole? Wir haben das Geld, also wird's ausgegeben. Wo ist hier eigentlich der Eingang? Hier. Okay. Boah, es ist riesig. Unfassbar. Hier kommt erstmal ein großes WC hin. Kennen meine Mitarbeiter ja. 10% immer auf dem WC. Mit Luxustoiletten. Kann ich... Ah, blöd, okay.
Na, dann machen wir das so. Da kommen die Waschbecken hin, auch mal zwei Stück und zwei Handtrockner. So, hier kriegt ihr natürlich auch ein modernes Heizsystem. Perfekt. Und eine goldene Schallplatte, die dann wahrscheinlich sehr schnell einen gewissen Eigengeruch annehmen wird. So, dann kommt hier ein Aufenthaltsraum hin. Zack, mit Kühlschränken. Zack und zack, Keyboards. Irgendwelche Sessel. Na, Hocker, die brauchen nicht so viel Platz, genau. Moderner TV, modernes Radio. Also hier ist für alles gesorgt. Hier kann man sich's gut gehen lassen. Medizinschrank. So, genau. Pflänzchen. Natürlich hier Trophäen, Spiel des Jahres und sowas. Bringen wir die irgendwo noch unter? Ja, hier und hier. Wunderbar, ein Traum. Trotzdem fürs Auge noch ein Teppich. Der ist ganz lustig. So. Okay, dann haben wir das schon mal geklärt. Dann kann hier eigentlich eine ganz große Konsolenentwicklung rein. Damit die hier nicht ewig brauchen für die Konsole. Dann können da 15 Leute rein. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt haben wir nur 12 drin. Das ist natürlich blöd. Ah, ich hätte gedacht, das geht auf. Oh, das ist ärgerlich. Muss ich das anders machen? Oh Mann, Moment. Machen wir das. Das darf doch jetzt nicht wahr sein, Leute. Jetzt macht mich nicht fertig. Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht, aber jetzt lasst mich das doch korrigieren und hier die Tische vernünftig platzieren. Ich mach's ja wieder an die Wand, wie immer. Ich hätte gedacht, ich kann hier mal ein anderes Bürokonzept implementieren, aber es soll nicht so sein. So und so. Jetzt hat der keinen Platz. Dann machen wir hier noch so eine Insel in die Mitte. Dann passt da auch noch locker ein weiterer rein. Konsolenentwicklung. Zack. Genau, das ist in Ordnung. Dann brauche ich aus guten Gründen ein großes Marketing. Kann man irgendwie hier rein. So, können 13 Leute rein, das ist in Ordnung. Auch natürlich wieder an die Wand, bevor sich da jemand beschwert. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9, 10, 11. 12. 13. Ja, okay. Jetzt lass mich kurz überlegen, ob wir noch was brauchen. Eigentlich nicht direkt. Klar, Entwickler, wir könnten jetzt natürlich alle unsere Abteilungen verbessern. Ist nicht unbedingt nötig. Ich gehe mal noch ein bisschen auf forschungssicherheitshalber. Kommt da noch eine kleine Abteilung hin. 8 Forscher. 1. 2, 3, 4, na, 5, 6, 7, 8. So, jetzt müssen wir die Büros natürlich noch schön machen. Sonst hauen uns die Leute ab. So, ist das warm genug? Ja. Das auch. Und das auch. Ein Traum. Wie schön dieses moderne Heizsystem ist. Das wärmt so toll, das ist phänomenal im Vergleich zu den anderen Geräten. Ich bin ein richtiger Fan. Warum kannst du es nicht von Beginn an direkt geben? Es ist echt, es ist ein Träumchen. Kriegen wir hier irgendwo noch ein Erste-Hilfe-Ding hin, falls sich jemand krank fühlt. Kaffee ist auch wichtig. Kann ja doch noch an die Insel, oder? Na komm. So. So. Ach, hier wird es ein bisschen eng. Ja, geht schon. Müssen sie sich ein bisschen vorbeiquetschen. Kriegen die schon hin. So, dann brauchen die es natürlich noch schön in deren Büros. Die kriegt eine Schall. Ach, die reicht euch nicht. Diamant reicht. Was soll denn das? Moment. Dann kriegt die halt nur einen Teppich.
Und zwar so einen hässlichen alten. Zweimal. Wenn ihr damit zufriedener seid und eine Blume. So kriegen halt die Abzeichen andere Leute. Hier Platin-Schallplatte. Noch Spiel des Jahres vielleicht irgendwo hin. So, die sind mega happy. Kann hier irgendwo Spiel des Jahres hin. So. Vielleicht noch irgendwie. So, ja, ist ein bisschen gequetscht. Gefällt mir nicht wirklich. Aber ist in Ordnung. Und was wir noch kaufen, ganz wichtig, den Sputnik Cleaner. Und zwar gleich in doppelter Ausführung. Vielleicht sogar in dreifacher. Ja, genau. Das ist drin, die dürfen ihr Gebäude nicht verlassen. Genau, dann kann da gearbeitet werden. Im Grunde solltet ihr die unterstützen. Ihr unterstützt die. Und ihr die. Genau, dann brauchen wir Leute. Bürokräfte, das sieht doch schon mal gut aus. Eingestellt. Ich stelle jetzt einfach alles ein, was wir bekommen. Eingestellt. Was haben wir hier noch? Ja, hier haben wir nichts. Okay. So, ihr habt gerade nichts zu tun. Wir brauchen jetzt ganz, ganz viele. Na, das will ich nicht. Ganz, ganz. Meine Damen und Herren, ich verklick mich hier, als hätte ich das Spiel noch nie gespielt. Ganz viele Fachkräfte. Und zwar Techniker. Ja, das ist okay. Sollen schon gut sein. Und dann dürft ihr nach Leuten Ausschau halten. Und hier gucken wir mal. Ja, eine neue CPU, die brauchen wir. Zack. Ich glaube, es gibt neue Konsolenforschungen und so bis 2024. Das heißt, wir sind schon ziemlich im Endgame. Das ist in Ordnung. Boah, jetzt läuft's aber. Ein nach dem anderen finden die. Jawohl. Eingestellt. Kundensupport, die kriegen das ja jetzt hin. Das heißt, da muss ich eigentlich nichts vergrößern. Ey, der Sound ist ziemlich laut leider, wenn die jemand finden. Ich werde hier halb taub. Ich krieg hier noch einen Tinnitus. So, Bürokraft, wo sind wir denn? Ja, genau. Dich stelle ich ein. Du bist auch eingestellt. Gibt es gerade Wissenschaftler? Jawohl. Wird auch eingestellt. Hurra, hurra. Schön. Boah, was geht denn? Was machen die denn alles fertig hier? Ist ja unglaublich. Ganz viel komische Sounds hier gerade. Das ist, boah, unglaublich. Ist mir fast zu viel. Bike Switch, 14 Millionen, bald 15 geknackt. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. So, ihr macht Updates, ja, okay. Weil die Spieler, die verlieren hier Interesse und Spieler. Nicht so schön. So. Beyond the Future 5 ist okay. Dann vielleicht nochmal Moto Pinball 8, das ist das Wichtigste aktuell. Wir machen das jetzt anders. Abbrechen. Ihr unterstützt, ne, auch abbrechen. Ihr unterstützt zukünftig die. Und ihr macht jetzt das, nee, ihr macht das, oder? Ihr macht noch kein Spezialmarketing. Weil ich könnte mir vorstellen, vielleicht ist die Erfolgschance beim Überhype auch irgendwie daran gekoppelt, wie gut die Leute in den Büros sind oder wie viele Leute das sind. Wie gut die Leute sind ja nicht, das haben wir schon getestet, aber wie viele es sind, keine Ahnung. Daher machen die das zukünftig über das Büro. Die suchen jetzt aber erstmal Fachkräfte. Genau. Gibt's nicht. Wir haben zwei Techniker, dann können wir die auch direkt einstellen. Ja, zack, genau. Ja.
Ja, okay. Zack, ihr forscht nichts mehr. Das ist nicht gut. Das ist so ein alter blöder Grafikchip. Das ist ein neuer blöder Grafikchip. Ja, okay. Überzeugt. Wir haben ja keine andere Wahl. So, 14 von 15, das ist schon mal sehr gut. Können wir da langsam das Ganze ausklingen lassen? Genau, wir gucken nochmal. Hier gibt's nix. Programmierer. Nur welche mit Bugs. Okay, dann brauchen wir eigentlich erstmal, ja, Leute fürs Marketing vielleicht. Fachkräftesuche. Bürokräfte, genau. Das ist, was wir brauchen. Oh nein, Bike Switch wurde vom Markt genommen. Aber 175 Millionen Gewinn kann sich sehen lassen. Ich meine, so viel. Wir haben zwar mehr Gewinn mit unseren Free-to-Play-Spielen, klar, aber die müssten wir halt auch pflegen und updaten und das fiel jetzt halt weg. Von dem her bin ich da schon sehr happy mit dem Gewinn. Ja, da sind wir jetzt nicht dabei. Wir haben nichts veröffentlicht. Überraschung, Überraschung. Wir haben 100 Mitarbeiter. Respekt. Arbeitgeber 3. Achievement. Was ist denn bei Moto Pinball 8 los? Das steigt und steigt. Ein Weihnachtsgeschäft vermutlich. Boah, einer nach dem anderen. Ich werde wahnsinnig. Wissenschaftler, dich stelle ich ein. So, dann könnt ihr das hier abbrechen, das reicht. Genau, dann haben wir jetzt hier schon mal ein ganz gutes Fundament an Leuten. Jetzt gucken wir hier, wie schaut's aus? 70 bis 90. Das ist gar nicht schlecht. Ja, dann eins nach dem anderen. Das ist fertig. Das geht jetzt furchtbar schnell. Zack. Wir warten erstmal, bis das durch ist. Plus 15, plus 3. Wunderbar. So, meine Damen und Herren, drückt mir die Daumen. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal mit dem Überhype. Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Ich verstehe es nicht. Wie kann ich denn so viel Pech haben? Also, das ist, ich weiß nicht, das 10. Mal in Folge. Wer mitgezählt hat, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht. Es ist mir unbegreiflich. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Unbegreiflich. Es soll nicht so sein. Unsere Spiele sollen kein Überhype bekommen. Facer Ghost. Aha. Das war ja ganz erfolgreich. Das muss ich mir mal ansehen. Das habt ihr selbst entwickelt. Moment, wo sind wir hier? Selbst entwickelt? Ne, habt ihr nicht. Das habt ihr gepublished. Facer Ghost. Hier 59 und trotzdem so ein guter Umsatz. Das sind ganz vernünftige Spiele. Bis auf das ist, naja. Das macht einen guten Umsatz. Das macht einen super, oh, einen super Umsatz. Ja, wirklich. Wow. Das ist so, naja. Und was sie sich dabei wieder gedacht haben. Immer von Droid Games. Was ist denn das für. Immer macht Droid Games so schlechte Spiele und publisht die bei uns, unser Tochterstudio. Was ist denn das für ein blödes Studio? Hallo? Entwickler. Droid Games. Droid. Seid denn ihr für Trottel? Ich kaufe euch gleich und mache euch dicht. Ist ja unglaublich. Ja, 6%. Ja, die machen ja auch gute Spiele. Aber nur mit den schlechten Spielen gehen sie zu unserem Tochterunternehmen, hier Magic Shoe und Darkness of Sky und was die nicht schon gemacht haben. Also ist eine Frechheit. Eine Frechheit sondergleichen. Tiger Games ist empört. Darkness of Sky, war das das von Droid Games? Ich weiß es nicht. Die hauen so viel schlechte Spiele von irgendwelchen windigen Unternehmen raus. Ich weiß nicht mehr, von wem was ist. So, wir holen hier erstmal einen neuen Kopierschutz. Wir müssen Prioritäten setzen. Zack, neuer Kopierschutz.
Das Grafikding ist gleich fertig. Gibt es hier noch irgendwelche coolen Mitarbeiter? Ein Techniker, dann stellen wir den noch ein. Hier, eingestellt. Perfekt. Ist noch irgendwie Forscher oder irgendwas? Nein. Ja, ihr könnt gerade gar nichts machen tatsächlich. Ja, dann sitzt einfach blöd rum. Ihr seid jetzt fertig. Das ist dieser andere Grafikchip, den wir nicht brauchen. Neuer Soundchip. Ja, den sollten wir erforschen. Das wäre nicht schlecht. Okay, kann uns egal sein mit der Serverleistung. Was treibst du denn da? Hast du da gerade etwa... Ich meine, wir haben doch Waschbecken. Toiletten sind alle unbesetzt, was ich noch nie gesehen habe in meinem Unternehmen. Aber also eigentlich sollte hier von allem genug da sein. Ja, guck mal, da ist gleich die ganze Kolonie, die hier aufs Klo geht. Und alle nebeneinander. Ich gehe mal ins andere Haus. Ist da oben. Das ist mir ein bisschen suspekt. Ich möchte da nicht so zuschauen. Gut, ich glaube, das war's mit dem Part. Der Part nimmt sonst noch ganz komische Dimensionen an. Ich danke euch fürs Zusehen. Es würde mich freuen, wenn ihr den Kanal kostenlos abonniert. Ein Klick für euch, dann freue ich mich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Tiger Games und Mad Games Tycoon 2. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.